Willkommen im Jahr 2012. Es ist soweit. Ja, wir haben Silvester hinter uns gelassen, beziehungsweise es ist jetzt Neujahr, es ist der erste, es ist irgendwas nachts um, ich weiß jetzt nicht wie viel Uhr. Und ich nehme auf, weil die erste Aufnahme 2012. Ja, genau. Angetrunken, kein Kommentar. Auf jeden Fall, machen wir weiter und schauen, was da alles auf uns zukommt und, ja, ist eigentlich eine gute Frage. Was haben wir eigentlich vor und was müssen wir eigentlich machen? Zeige Delvin Malios Sprüche. Ach, das Amulett schätzen lassen. Ich erinnere mich. Ich habe zwar länger nicht längere Zeit nicht gespielt, aber irgendwo war das doch hier unten, oder? War das nicht hier unten? Doch, es war hier unten. Auf nach Riften. Lasset uns Riften nach dem Riften. Nach dem Schätzer absuchen. Ich meine, der war irgendwo hinten. Ich erinnere mich nicht mehr direkt. Ihr gehört doch zu diesem Akademie-Magier. Ja, ich bin ein aufstoßen. Ich bin ein Akademie-Magier. Hä? Doch nicht hier lang? Hä? Hä? Da unten. Hi. Rattenweg. Er wohnt bei den Ratten. Also waren wir bei dem doch noch nie. Denn bis jetzt haben wir noch niemanden erlebt, der irgendwie bei den Ratten lebt. Aber mal gucken, ob der uns freundlich gesonnen ist. Oder ob nicht. Schauen wir uns das Ganze also einmal an. Wir sind Stufe 14 und die Ladezeit ist länger, als ich gerade dachte. Sonst hätte ich sie weggemacht, aber ist jetzt auch egal. So, Rattenweg. Das gefällt mir nicht sonderlich irgendwie. Ich weiß nicht, Raff. Wenn Sie wüssten, dass wir das tun, ihr hättet nie herkommen sollen. Hä? Wieso seid ihr feindlich? Ihr habt doch einen Namen. Hä? Ich wollte ihn gar nicht töten, aber die haben mich angegriffen. Hä? Jetzt bin ich ein klitzeklein wenig verwirrt. Jo. Verwirrt. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Denn da komme ich nicht wieder hoch. Gefällt mir gar nicht, dass ich hier nicht wieder hochkomme dann. Ich muss es wohl trotzdem tun. Fallenlöser. Verstehe ich nicht. Scheiße. Also ein klein wenig noch da. Was mache ich denn da? Wieso verkacke ich das? So. Ach, das war eine Falle. Hätte ich die Tür geöffnet oder was? Da wären hier Speere rausgekommen. Okay, ich verstehe. Trotzdem verstehe ich nicht, was ich jetzt hier machen soll. Sieht aus wie Öl. Ist es auch, ganz eindeutig. Oh, hatte ich irgendwie doch recht, aber... Irgendwie behagt mir dieser Raum hier nicht. Absolut nicht. Merkwürdig. Das erinnert mich gerade eher an Horror, keine Ahnung was, als hier irgendwie... Ist da jemand? Wow! Wieso sind die böse? Ich will mit dir reden. Ich will nicht mit dir kämpfen. Aber nein! Vielleicht... Oh. Oh, cool. Coole Handschuhe. Aber, eventuell kann ich mal probieren, die nicht direkt abzufackeln, sondern... einfach irgendwie mit irgendwas... Stab der Klingen... Schwert der Klingen.
versuchen die gleich einfach mal zu zerlegen, statt zu flambieren. Was ist das hier? Wieso greifst du mich an? Guck mal. Der bleibt auch nicht am Leben, wenn ich ihn mit... Na gut, dann bringt das also auch nichts. Na gut, ja, da muss ich auf jeden Fall lang. Eventuell sind das aber auch einfach nur Gegner, die... den wir suchen, festhalten. Das kann natürlich auch sein, aber... Okay, der Hebel, den... Oh Gott, das sieht gerade aus wie so ein... Guck mal weg, bitte. Danke. Das sieht gruselig aus, deswegen möchte ich das ungern. Was zur... Was zur Hölle? Bin ich hier gelandet? Ich hab keine Ahnung. Ihr habt euch wohl verlaufen. Ihr macht euch lieber besser davon, solange ihr noch könnt. Der Rattenweg hat schon viele unwillkommene Besucher verschlungen. Die dunkle Bruderschaft benötigt eure Dienste. Oh, ich verstehe. Nun, und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Miet, einfach mal wieder zum Plaudern. Aber darüber können wir ja später noch sprechen, ja? Was kann ich denn für die Bruderschaft tun? Was könnt ihr mir darüber sagen? Der wird das Amulett geben. Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Gut, vielen Dank. Dann werden wir das auch tun. Allerdings würde ich gerne noch wissen, was mit dieser Brücke da es auf sich hat. Das heißt, wir werden dann doch mal eben diese Brücke überschreiten, glaube ich. Hier geht's ja auch noch lang. Okay, das ist aber anscheinend etwas schwerer. Hallo? Aha. So. Tada! Quick Save. Oh, Schlossknacken kriegen wir aber gleichzeitig noch dazu. Oh Gott, neue Stufe. Erschreckt mich doch nicht, so neue Stufe. Magicka bitte. Vielen Dank. Außerdem haben wir Zerstörung 60, sehe ich gerade. Das heißt, wir können das hier verbessern. Erfordert 50, haben wir auch. Aber, stopp, stopp, was machst du da? Erfordert 75. Erfordert 60. Was ist das denn?
vorstellen, lähmt das Ziel, wenn er die Gesundheit zerniert jetzt. Ich benutze Frost eigentlich so gut wie nie, oder? Ne, eigentlich nicht. Ganz ehrlich, dann werden wir uns jetzt in einen neuen Baum umsehen und zwar in Beschwörung. Das wurde mir empfohlen. Wirke Beschwörungsteufel und Lesenschiff für die Hälfte der Magicka. Das ziehen wir erstmal ein. Beschworene Waffen nein. Durch das doppelte Wirken von Beschwörungszaubern hält dieser länger an. Das ist interessant, ja. Was ist das? Für die. Oh, das ist. Das würde ich auch gern haben. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. So, weil wir werden jetzt ein bisschen mit Beschwörung arbeiten, weil das wurde mir empfohlen und das machen wir einfach mal, weil, ja, weil Wurst. Schutzgeist beschwören und Zombie erwecken. Ich würde Schutzgeist beschwören, werden wir jetzt mal einfach hier ein wenig häufiger benutzen. Hi. Waren wir hier schon? Ein bisschen feiner, ne? Ja, süßer. Hier waren wir. Was? Okay, das habe ich mir selbst eher getan. Das war ein bisschen doof, aber egal. Gut. Das war... Hatte irgendwie was von knapp. Wo war denn die Falle? Hier? Tatsache. Holla, die Waldfee, so. Ja, ist gut. Ist gut. Geh fort. Hallo? Wo war denn hier der Durchgang da? Ach nee, hä? Da, heftig. War hier gerade schon wieder eine Falle? Hier war der hä? Bin ich gerade lang gelaufen? Okay, erstens hätte ich gerne meinen Schutzgeist auf beiden Tasten.